Lava Insel! Bonjour, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung. Willkommen zurück zu einer Runde Bed Wars. Heute zusammen mit mir, meinem Game Mode. Und der Kudi 130er Field of Yard. Wir sind heute mal wieder fleißig dabei, ein bisschen zu hacken, und meine Teammates wissen halt nichts davon, ne? Deswegen dachte ich mir halt, eigentlich wollte ich in ein Team alleine gehen, das geht aber irgendwie wegen dem Auto-Balancing auf dem Server irgendwie nicht. Von daher schauen wir erstmal, wir machen uns jetzt erstmal ein bisschen secure, ne? Also ich will ja, dass meine Mates ein bisschen überleben mit mir, und das ist weg ganz cool. Okay, warte, ich mach jetzt mal ein bisschen mehr Fastbridgen, ihr kennt das ja alle. Aber ihn juckt's nicht, ich wollte gerade sagen. Alles cool. Ich mach nichts. Ich weiß gar nicht, was los ist. Du guckst mich jetzt so mysteriös an. So, gehen wir mal hier hoch. Ich weiß es auch nicht, also keine Ahnung. Der guckt mich halt wirklich so an, als wäre es jetzt so ein merkwürdiges Ding, was ich hier gemacht hätte. So einmal runterfallen, einmal fliegen. Das kann halt mal passieren, wenn der Flyhack an ist. Wir kennen das alle, ne? Dann ist halt die Kacke am Dampfen. Oh, jetzt... Kennt ihr das, wenn die Leute so viel Angst haben vor allem, dass sie halt alles fallen lassen? Warte, ich muss mal kurz hier... Hi. Sorry. Wie man so übermächtig ist, einfach nur durchläuft. Hacker? Diese Übermacht ist so krass. Leute, was wisst ihr? Ihr könnt mich doch jetzt nicht alle schlagen. Ihr wisst, was dann passiert. Lava Insel! Niemals schlagen. Das macht man einfach nicht. Ist so ein kleiner Beat, ne? Fick mein Leben, ist das ernst? Das muss ja echt übel sein. Oh, das ist jetzt. Ja, wir sind im gleichen Team. Ach, guck mal, was denn da passiert? Das ist doch verrückt, was da los ist. Abfuck. Und ich finde, ich bin jetzt mal dafür, weißt du, die haben da ja gerade so ein kleines Battle am Laufen. Von daher würde ich einfach mal sagen, Jungs, ne, man muss das Leben nicht zu ernst nehmen. Man kann auch einfach mal sein Leben in einem Aquarium verbringen. So, gehen wir mal hin, bauen wir uns mal ein kleines Aquarium. Kann das nicht so schwer sein? Machen wir mal vielleicht was. Ja, ist okay, Marvin, ist okay, du kannst mich sowieso nicht schlagen. Alles okay. Wäre cool, wenn ihr jetzt auch mal... Hallo, Jungs. Ich muss jetzt erstmal ein Aquarium bauen. Warte, so. Ich mach mir mal... Ah ja, ich geh nochmal weg. Okay, wenn ihr da so ein Problem mit habt... Guck mal, die Gelben sind einfach immer noch da. Das ist der übelste Abfuck. Man stirbt die ganze Zeit und trotzdem bleiben alle stehen. Hi. So, sorry, ich muss mal ganz kurz... Ich muss ja mich mal kurz hochbauen. Ne? Wir gehen das einfach mal... Oh, das ist einfach so... Hi. Na, alles gut? Du verteidigst also die Mitte hier. Das finde ich dir ganz nett, aber ich mag eigentlich nicht, wenn jemand in meiner Mitte ist. Dankeschön. So, dann gucken wir nochmal. Was wäre denn was Sinniges für ein Aquarium? So, ist die Frage, kann der das hier kaputt machen? Kannst du das kaputt machen? Geht das kaputt bei dir? Schlag mal hier drauf. Hallo. Warte, ich baue den mal ein jetzt. Mal her. Müsste der kaputt machen können, glaube ich. Also ich weiß nicht, ob das jetzt so ein... Tschüss. Warte, ich mach's mal so. So, und dann machen wir mal hier. So, zack, zack. Zack, zack. Okay, so. Kommt er jetzt heraus? Ist die große Frage. Kommst du raus? Okay, anscheinend nicht. Okay, gut, dann machen wir... Wir probieren es einfach mal. Meine Güte, man braucht ja was Durchsichtiges. Und ich glaube, Glas können die halt direkt kaputt machen. Das wäre halt ein bisschen schade, muss ich sagen. Machen wir mal...
Machen wir mal hier. Ich glaube so, wenn die hier spawnen. Zack, zack. Ah doch, er kann es kaputt machen, oder? Ja, verdammt, okay. Hm, wir brauchen was Durchsichtiges. Oder wir machen halt einfach so ein Aquarium. Also sowas, was die definitiv nicht kaputt machen können. Und vielleicht ganz schön aussieht. So Obsidian hat so eine schöne lila Farbe, muss man sagen. Es ist einfach angenehm manchmal, ne? So, bitte so, mal eine kleine Form draus. So ein süßes Dreieck. Weil Dreieck hat noch keinem geschadet. So, ich mach einfach mal mit. Die Gelben sind einfach immer noch da. Was ein Abfuck, Alter. Aber die Jungs, ne? Fuck auf die Hater. Hans ist da, sagen die sich. Und dann die Menge schreit. Entschuldigung, ich mache gerade ein Aquarium für euch, Jungs. Hallo. Geh mal bitte raus. Danke. Mann, kein Respekt mehr für Aquarien, Leute. Ganz, ganz schlimm. Weißt du, früher damals noch, ne? Als ich damals ein Aquarium gebaut habe, da war das halt noch cool. So, man muss es einfach sagen, damals war es noch cool. So, machen wir mal das hier. Kurz so. Gut, er geht auch schon mal rein. Baut sich ein bisschen hoch. Finde ich jetzt nicht gut. Würde ich auch sein lassen an deiner Stelle. Hallo! Du lässt das jetzt! Kannst du es bitte lassen? Das wäre sehr nett. Entschuldigung! Entschuldigung! Danke. Du bleibst auch. Du bist auch noch da rein. So. Dann machen wir mal so. So. Ich mach's ein bisschen höher. Nachher machen wir das wieder ein bisschen. Ne? Bisschen weiter. So. Ist ja alles cool. Muss ich jetzt da mal entspannen. Ruhig da durchgehen. Jungs. Jungs. Es kann doch nicht euer Ernst sein. Also ist es jetzt euer Ernst oder was? So. Jetzt geh bitte nochmal da runter. Dankeschön. Mein Mate, weißt du, mein Mate ist halt noch so einer, der hilft halt auch mit. So, ihr geht jetzt alle mal entspannt bitte da runter. So, zack, jetzt geh halt bitte mal. Entschuldigung, es ist ein Schwimmbad. Ein Teich. Leute, ey, ihr müsst das doch einmal verstehen. So. Ihr kriegt gleich wieder eure Freiheit. Bis dahin muss ich aber leider erstmal kurz alles hier ein bisschen aufgießen, weil ihr wisst das, ihr kennt das, wenn man ein Schwimmbecken macht, dann muss man das gut und eben verteilen, das heißt, ne, also das Wasser auch mal richtig rein und ausfließen lassen, so, zack, machen wir mal hier, gucken wir uns das Ganze mal an, so, jetzt kommst du raus, alles gut, ich richte ja auch gerade erst das Becken ein, alles ist okay, Leute, alles ist nach wie vor vollkommen okay, so, schauen wir mal, was soll das denn jetzt, was soll das denn jetzt? Also, ich bin ehrlich. Ich verstehe nicht, was das soll jetzt. So, ich möchte jetzt... Entschuldigung, kannst du mal bitte... Danke. Das ist dein Schwimmbecken und hier sollst du jetzt leben. Ja, lass mal so. So. Das ist schön. Kurz so hier. Also, wenn du das nicht möchtest, ne, dann kann ich dich jetzt auch ganz unten schnell... Okay, gut. Ich merke hier, kommt keine Kooperation von meinen kleinen Fischen. Von daher, liebe Jungs, muss ich euch leider hier reinsetzen mal jetzt nach und nach. Das tut mir sehr leid, aber wenn meine Fische nicht mitmachen, dann ist es einfach so... Area of Leaping. Ich spiele ja mit der 1.9. Gehen die auch hier? Ah, ne, die haben keine Effekte. Jump Boost kann ich aber ihm geben mal. Warte mal. Hat er jetzt Leaping? Spring mal. Aber coole Animation beim Bogen. Sehr schön. Okay, gut. Dann machen wir kurz so. Du hast gerade eben natürlich nicht mitgemacht, ne? Muss man einfach mal sagen. So, zack. Die beiden Jungs schon da oben. Ja, ihr lacht jetzt noch, weißt du? Ihr wart jetzt so freilaufend. Und das finde ich halt nicht schön. So, gut. Jetzt sind alle meine kleinen Fischis da drin. Jetzt wird halt eben nicht mehr rumgewitzelt, sondern jetzt wird geschwommen. Das habe ich gesagt. Es gibt gleich einen Ausweg für euch, Jungs. Mädels, Kids. So, und keinen anderen mehr. Das, also, ich meine auch, was wie frech die sind, ne? Ich habe das hier perfekt eingerichtet. Es ist ein Schwimmbad und die bauen es wieder zu. Also, so eine bodenlose Frechheit habe ich ja noch nicht gesehen. Das habe ich ja noch nicht erlebt, sage ich da. So, einmal in Ruhe bauen können. Also, wer einmal schon mit richtigen Fischen zusammengearbeitet hat, der wird halt verstehen, dass das halt auch geht, ne? So. Kannst du bitte aufhören? Ja, Entschuldigung, ich probiere hier zu arbeiten. Also, die Leute haben auch keinen Respekt mehr, ne? Früher, da habe ich noch meine Fischtanks gebaut. Der Hammer war das, der Hammer. So, gucken wir mal. Jetzt hier. Hallo. So, gucken wir mal. Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich mache lieber hier so eine... Hier so ein kleines Kuckloch mal rein. Und dann oben machen wir es zu. Ne? Wie ein richtiger Fischtank. Toll.
So, gucken wir mal. Meine Fischis. Seid ihr bereit? Na? Bock. Laune. Ja, raus geht's. Na kommt. Na kommt. Es war eine dunkle Box. Eine dunkle Zeit. So, was machen die Fischis? Hm? Was macht ihr? Das ist die Frage. Hm? Was macht denn Lila jetzt hier? Entschuldigung, ich habe hier meine Kreativität, lebe ich hier aus. Jetzt geh mal ganz schnell zurück in deine Basis. So, meine Güte. Ja, Jungs. Also es da muss einen Ausweg geben. Für den bin ich. Also der Ausweg ist hier. So, den lasse ich den mal. Dann gibt es halt einen Ausweg, ne? Also die können das schaffen. Es ist total toll. Was ein Experiment. Sag ich nur, dass auch alle Betten noch leben. Also es kann nicht sein, Leute. Ich gebe euch hier Vorlagen über... Oh, Vorlagen über Vorlagen. Ne? Und nichts passiert. Also ich muss es einfach mal wieder betonen. Es ist unmöglich von euch. Es ist unmöglich von euch. Also ich finde es nicht gerecht. Oder? Es ist schrecklich. Man muss es einfach mal sagen. Meine Mates bauen nicht mal die Betten ab. Was passiert hier? Das ist die große Frage. Ihr müsst jetzt erstmal wenigstens... Ne? Wenigstens irgendwie ein bisschen Decency haben, weil... Also was fällt mir denn noch für Lila ein? Was gibt es denn noch? Ich kann hier keine Monster spawnen, das ist ja Bad Wars so. Ich würde super gerne diese Sachen probieren. Diese Pfeile, aber ich glaube, das funktioniert alles nicht. Gucken wir mal. Nee, also das sind einfach normale Pfeile, weil es einfach nicht auf die 1.9... auf die 1.9 gedatet ist. Kann ich jetzt noch ein Schild... Kann ich hier Schild droppen? Nee, es funktioniert auch nicht. So wie, das ist nicht fair. Fair, was ist das denn schon? Warum... Also bei Gelb jetzt, ne? Ich bin jetzt mal ehrlich. Also, dass Gelb noch keiner getötet hat, das finde ich ja total ungerecht. Also, die Jungs haben jetzt so lange gelitten. Sterben hier seit 10 Minuten. Übelst ätzend. Weißt du, und ich laufe hier halt ganz normal. Ganz normal. Smurf sucht den richtigen Job. Guck, wie alt du bist. Der Junge hat recht. Der Junge hat recht. Deswegen ist das Bett weg, weil der ist halt frech. Weißt du? Der ist halt frech. So, weißt du, die gehen hier taktisch ran. Probieren das zu lösen. Ah, oh, guck mal, die haben es sogar hier rausgebaut. Das ist natürlich ganz nice. Jungs, was ist denn passiert hier? Das ist ja schrecklich, sieht das aus. Hm. Ja. Das war Teamwork, muss man sagen. Also, das finde ich super. Gemacht von denen. Es ist ganz nice. Ich schau mal kurz. Ah, grün ist mein Bett. Rot ist weg jetzt. Das ist natürlich ein bisschen schade, ne? Also, oh, da haben sich natürlich vielleicht auch die Jungs an der Seite reingebaut. Ist natürlich schade jetzt, wenn einer von Rot sterben würde. Das fände ich jetzt nicht so schön. So, also die Freiheit haben sie sich verdient. Gebe ich gerne zu. Dafür kann man mal eine Dia-Rüstung sponsern. Findet ihr nicht? Finde ich schon. Kann man mal hier hinlegen. So, kleines Sponsoring. Vielleicht ja mal die Runde ein bisschen spannender zu machen. So, in der Zwischenzeit kümmere ich mich mal ein bisschen um eine größere Mitte. Denn da würde ich gleich ganz gerne so ein Deathmatch stattfinden lassen. So, gucken wir mal. So ein kleines, weißt du, so ein Battle Royale. Was es halt auch noch nicht gab im Bad Wars. Und man muss es auch einfach mal machen. Ich bin jetzt hier alleine gegen irgendwie 4, 5, 6, 7 Teams. So, also man muss auch einfach mal sagen, man braucht die Mitte, ne? Also so ein geiles Battle Royale am Ende mit allen, wenn wir alle keine Betten mehr haben. Ich hoffe, unseres wird auch langsam mal abgebaut. Also ist, ne? Also Jungs, das zuzubauen, wenn da Koppel vor ist, das ist halt echt, was ein Schwachsinn. Jungs, wir müssen doch das mal ein bisschen offenlegen. Leg das doch mal ein bisschen offen jetzt. So, okay, gut. Meine Güte, dass wir hier noch leben. Also, Leute, das kann doch nicht euer Ernst sein. Wir müssen das logisch angehen, weißt du? Logisch, wie damals schon die alten Römer. Und wir wissen ja alle, was aus den Römern geworden ist. Ja. Genau. Ein Fisch. Oh, Rot komplett gestorben. Lila, ganz fiese Aktion, muss man sagen. Ganz fiese Aktion. Aber da ist ja auch der eine Korinthenkacker, der gar keinen Spaß versteht. Für den ist Minecraft ernst. Das ist so jemand, der packt einfach keine Frauen an. Der ist einfach gut im Minecraft-PvP, weißt du? Dem ist das auch egal. Der sagt so, nee, ich möchte da jetzt auch nicht so einen blöden Sturmwaffel haben. So einen bärtigen im Game-Mode, der mir die Runde versaut. Ich habe mir die ganze Runde was aufgebaut. Und der hat nicht von Anfang an direkt getrollt, sodass man gesehen hat, boah, ne, das wird eh nichts mit der Runde. Es ist einfach nur... richtig, richtig schlimm. Einfach am Verrecken. Okay, guck mal, aber es gibt halt auch viele, die es lustig finden hier. Es tut mir halt sehr leid um den einen Typen bei Lila, aber er lebt ja auch noch. Von daher, wenn jetzt hier gleich alles ein bisschen zu Ende ist, würde ich sagen, gibt es ein feines Final Deathmatch. Ich fände das mal ganz schön, wenn unser Bett abgebaut werden würde. So, wir haben hier so, zack, eine nice Mitte jetzt am Start, so zumindest. Dann würde ich mal sagen, wir machen jetzt eher erstmal eine kleine Chest. So, warte, Chest. So, nice. Und eine Trap Chest, aber nur eine. Nur eine Trap Chest. Warte. Okay, warte, wir machen das erstmal. Man, ein bisschen was Geheimnis jetzt hier, ne? Man muss auch mal sagen.
Ah ne, ich glaube TNT wird direkt entzündet, wenn das hier ist, oder? Kann das sein? Wird TNT direkt gezündet, wenn man das hier in Dings macht? Warte, ich guck mal kurz. Sonst macht das überhaupt keinen Sinn. Jetzt hier so eine Trap-Chest. Ja, okay, shit, das macht keinen Sinn. Ach, guck mal! Ey, das ist ja total nett. Man muss einfach sagen, es ist total nett. So, hier mal ein Dia-Schwert rein. Dann gönne ich mir noch ein bisschen Rüstung. Also wir machen jetzt ein faires Deathmatch. Da bin ich für. Ich möchte halt mal, dass unser Bett weg ist, bitte. Warte, bauen mal unser Bett ab. Ich guck mal, ob ich dem das irgendwie signalisieren kann. So, nee, komm mal her. Komm mal her. Hier, bau das Bett ab. Bau ab. Also, ich baue es sowieso viel schneller wieder dran. Also, verstehe ich jetzt nicht. Warum baust du das denn ab? Ich will doch, dass ihr zu mir geht. Also, so hier hoch. Kommt doch her. Kommt doch mal, genau. Komm mal her. Komm mal mit. Komm mit, Freunde. Nein, Kuh. Kuh, nein! Wir müssen sterben! Kuh! Kuh, nein! Oh Gott, Kuh. Komm, schnell! Töte unser Bett! Schnell! Geh durch! Töte das Bett! Mach's Bett weg! Bett weg! Ihr macht's weg! Los, geh hin! Mach das Bett weg jetzt! Töte das Bett! Mach es weg! Oh, ich habe glaube ich schon einen halben Block vom Bett. Oh Gott, ich habe das Bett weggehackt. Hallo, mach bitte das Bett weg jetzt! Bitte töte das Bett! Mach's weg! Achso, du bist bei mir im Team. Entschuldigung. Okay, aber ich habe wirklich das Bett ein bisschen weggehackt. Hallo, wir brauchen... Hallo, komm durch. Komm durch, ich supporte dich, komm. Komm! Hol das Bett! Komm! Hallo! Warum hüpfst du weg? Ich will, dass du kommst! Komm, bitte! Oh, upsi. Also man probiert halt schon den Leuten das Bett einfach zu geben, ne? So, kommt bitte hoch, baut unser Bett mal ab. Dann können wir hier auch mal ein Deathmatch haben jetzt. So, können wir hoch? Los! Zack. Ist kein Game, ist Hack. So, muss man ja auch mal wieder klarstellen. So, dann jetzt kommt mal bitte her. Es kann doch nicht sein, dass du immer wieder dieses Bett einbaust, du Kuh. So. So, jetzt komm. Jetzt töte ihn. Ja, genau. Er schreibt noch. Rein, dir Schwert. Nice. Kill ihn jetzt. Kill ihn, Diggi. Kill ihn. Komm bitte, du kannst nicht so schlecht sein. Nein, bitte. Also, das sind wirklich Gegner. Das muss man einfach mal sagen. Ich glaube, ich muss meinen Typ einsperren. Hey. Komm einfach mal her. Ich muss diesen Typen einsperren. Ich möchte einfach nur das Bett wegkriegen. Wie kriege ich diesen Typen? Gib dir Sachen! Weißt du, guck, der ist auch assi. Please. Weißt du? Jetzt mal kurz hier. Verreck mal einfach. Ich möchte. Dankeschön. So. Jetzt haben wir das aus dem Weg. So, muss man einfach mal sagen. Also, er war halt einfach, ne, er hat einfach nicht diese Leute mich jetzt dieses Match beenden lassen. Ich wollte das auf faire Weise beenden. Das machen wir beide auch noch zusammen. Wir beide beenden das auch noch fair. Aber er wollte halt einfach nicht sterben. Und darüber zu reden, ist mir zu schwer. So, jetzt kommt mal bitte hier rüber. Weg mal euren scheiß Arsch hier rüber. Einer von Lila ist noch da. Also, es ist doch nicht dein Ernst. Und Gelb, was macht Gelb? Jungs, komm, bau mal Bett ab. Upsa. Baut mal unser Bett ab, bitte. Upsa. Kann ja nicht wahr sein. Junge. Und unser Typ rastet aus. Ne? War auch ohne Haar. Also es ist unglaublich. Unglaublich, was hier geleistet wird. Ich lasse dich gleich wieder frei, aber du warst einfach unverantwortlich. Ich muss es dir sagen. Du warst sehr unverantwortlich. Nee, Kuh, da musst du mich auch jetzt nicht so angucken. Du hast es nicht gut gemacht. Dein Job war nicht gut, Kuh. Du bist ein halber Terminator. Du hast keinen guten Job gemacht. Man muss es der Kuh einfach mal sagen. Es ist eine ewig lange Folge. So, jetzt bau bitte unser Scheißbett ab. Bitte einfach. Und der Lina, der geht zu Gelb. Jetzt bau's ab. Komm, bitte. Bitte bau's einfach ab. Danke. So, und? Können wir? Könnt ihr bitte einfach... Dankeschön. So. Und jetzt machen wir es klassisch. Kuhmann, hör auf. Hör auf, Kuhmann zu schlagen. Ist Kuhmann tot?
Human ist tot. Human darf nicht sterben! Euch eilt das gleiche wie auf der anderen Insel, ihr Schweine! Warum habt ihr Human getötet? Du hast auch... Ja, gut, der hat sich schon um sich selbst gekümmert. Und das ist jetzt irgendwie... Was ist deine Mission? Gandalf. Du und... Also... Gandalf ist halt so ein Mensch. Da frage ich mich immer... Wer macht so Kinder? Also... Gandalf ist halt so ein Typ, da denkt man sich... Wenn der junge Mann Wurstbrot machen muss alleine... Dann ist halt schon Weltuntergang. Ja, was machst du jetzt, Gandalf, da unten? Bogen raus, könnte ja noch einer da sein, du bist ganz alleine. Okay, Gandalf. Ja, was jetzt, ne, ist die Frage. Was passiert, Gandalf? Was ist los? Ich gebe ihm mal einfach so die Courtesy, dass er mich jetzt tötet, weil Gandalf hat es anscheinend echt verdient, da hat er ein paar Probleme. Dankeschön. Vom besten Spieler im Game wenigstens getötet worden. Jetzt fragen wir uns wahrscheinlich alle wieder nach diesem Annick. GG, muss man sagen. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Bis jetzt aber noch nicht danach gefragt worden. Ganz nett. Scheint wohl ein netter Typ zu sein. Fragen ja sonst immer alle nach. Komische Runde auf jeden Fall. Sehr lange Runde. Revi oder Smurf? Wie? Nee. Komische Runde, muss man einfach sagen. Alleine gegen irgendwie 14 Mann oder 13 Mann probiert mich durchzusetzen oder auch 12. Es war schwierig, mein Team war schlecht. Schade um die Kuh, es tut mir wirklich ein bisschen leid um die Kuh. Aber so spielt das Leben, Leute. Wie gesagt, nehmt das Leben zu ernst. Und wenn euch diese Hackrunden gefallen, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Pickle-Kuh.